Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und Soldatenhelm, Schutzwirkung 2. Genau wie meine Gasmaske, aber die bufft mich mit Glück. Plus 1, können wir wieder laufen, so ein bisschen. Aber nicht lange, ne? Der Spaß wird nicht lange anhalten. Wir können weiter. Schön Licht ausmachen, ne? Wir wollen Strom sparen. Wir haben zwar die Apokalypse schon hinter uns, trotzdem. Ne, wir wollen der Umwelt nicht noch mehr Schlimmes tun. Kann ich hier was schlürfen? Rad 4. Nee, so dringend nötig habe ich das jetzt auch nicht. Wo kann ich hier bitte rein? Vielleicht schon mal abspeichern. Wir sind jetzt ziemlich nah an der Legion dran. Das haben wir uns alle schon angeguckt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hallo? Alles klar? Ich kann auch gehen. Dann sehe ich smooth da aus. Falls euch das zu schnell ist. Das ist dann auch immersiver, finde ich. Hi, hi, hi. Sind wir die Allee schon lang gelaufen? Weiß ich nicht. Werden wir gleich feststellen. Ich werde sie nicht ans Kreuz nageln. Das ist aber nett. Wie diese anderen Degenerierten. Mhm. Es passt mir gut, dass sie vorbeischauen. Warum? Ich möchte, dass sie sehen, was mit den Bürgern Niptons geschieht. Sich an jede Einzelheit erinnern. Und dann, wenn sie weiterziehen, ja, dann sollen sie jedem, dem sie begegnen, von der Lektion berichten, die Caesars Legion hier erteilte. Ganz besonders RNK-Truppen. Ich werde tun, was sie verlangen. Ich habe nämlich keine andere Wahl. Wobei, was für Lektionen haben sie hier erteilt? Wo fange ich da an? Dass sie schwach sind und wir stark? Das war ja nichts Neues. Okay. Aber das Ausmaß ihrer moralischen Verderbtheit, ihrer Verkommenheit. Nipton ist das perfekte Schulbeispiel. Können Sie mir das im Detail erklären? Nipton war ein verruchter Ort, schlecht und verkommen. Jeder bekam, was er wollte, solange er dafür zahlte. Horden von Verderbten, Pulverbanditen, mhm. Männer der Legion wie ich. Den Leuten hier war alles gleich. Es war eine Stadt voller Huren. Für ein Almosen lockte die Stadt alle, die sie beherbergt hatte, in eine Falle. Erst Sodom und Gomorra. Dass man mit drin saß. Ja, und jetzt haben sie alle gefangen genommen? Ja, und ich trieb sie im Zentrum der Stadt zusammen. Dort hielt ich ihnen ihre Sünden vor, vor allem ihr illoyales Verhalten. Ich sagte ihnen, dass bei Illoyalität von Legionären manche bestraft werden und die anderen dabei zusehen. Und dann erklärte ich ihnen die Lotterie. Jeder krampfte die Hand um sein Los und hoffte auf Freiheit. Der Helm ist cool. Keiner schritt ein, als seine Liebsten zur Tötung abgeführt wurden. Oh, die waren alle wahrscheinlich happy, dass es sie selber nicht erwischt hat. Sie haben unschuldige Zivilisten abgeschlachtet. Nee, das frage ich lieber nicht. Sounds like they got what was coming to them. Hört sich so an, als ob sie das bekommen haben, was sie verdient haben. Ich bewundere die reine Gerechtigkeit der Legion. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, wen ich beitreten werde, aber die Legion ist schon ganz cool eigentlich, ne? Aber im Prinzip bin ich schon immer ein Verfechter der RNK gewesen. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt diplomatisch die mittlere Antwort geben. Oh ja. So wie Sie alle eines Tages Ihre gerechte Strafe bekommen werden. Gehen Sie. Und verkünden Sie ihnen, alles was klar. Sie hier gelernt haben. In den nächsten Tagen wird es weitere Lektionen geben. Ich hoffe, die werden mich nicht betreffen. Was für eine schöne Lichtstimmung. Haut er jetzt alle ab? Der hat 2 Wölfe. Krass. Tschüss. Was für coole Outfits. Nice. Seid ihr auch alle gemoddert? Bis dann. Gehen Sie weiter. Bewegen Sie sich, hast du gesagt. Habe ich ganz genau gelesen. Waren wir hier wirklich schon überall? Ich guck mal ganz kurz. Kann ja sein, dass wir hier die mittlere Straße noch ausgelassen haben, weil hier so viel Remi-Demi war. 2 Footlocker? Nee, da waren wir noch nicht. Das hätte ich niemals liegen gelassen. Ich habe gerade Cola getrunken, deswegen habe hier so ein bisschen aufstoßen. Tut mir leid. Ich versuche das zu kompensieren. Na, Kühlschrank, Bier, Kugelkaktusfrucht. Nein, danke. Nein, nein, nein. Ausdauer minus 1. Hier, das kann ich essen. Jucca-Bananenfrucht. Nur Vorteile. Gleich reinhauen. So ein bisschen Hunger haben wir immer. Jucca, Bananen. Tralala. Mhm. Fertig, fertig, fertig. Und dann gleich wieder raus.
Schlafen müssen wir gerade nicht, dann waren wir in der Hütte auch noch nicht und dieses Gebäude heben uns bis zuletzt auf. Ist irgendwas im Briefkasten? JM, das Jugendmagazin, für den Verkauf, denn es ist nur ein Temporärheft. Hallöchen, Mais, yay, Mais. Und die Jucker-Sachen nehme ich mit. Nee, da, die Jucker, die nehme ich mit. Lass mal jucken, Jucker. Gehen die noch? Nee. Also das ist nicht das, was ich mir gerade erhofft habe. Es sind keine Sarsaparilla-Brausen. Es waren Biere. Und Biere haben wir schon genug. Jupp, da ist sie doch. Die gesuchte Sarsaparilla. Box of Degeneration. Ach, Waschmittel. Das ist das gewesen. Wir können Waschmittel mitnehmen. Das ist ja super. Und damit können wir unsere Ausrüstung bearbeiten. Und warum habe ich das auf den Boden gerade geschmissen? Ich weiß nicht. Das muss ich gerade mal gegenchecken. Hier, gleich mal gegenchecken. Ja, also wirklich bringt es nichts. Ne? Es macht uns nur sauber, glaube ich. So eine wirkliche Heilwirkung hat das nicht. Funktioniert das auch mit Abraxo? Hier muss doch irgendwo eine Pulle Abraxo sein. Ich prüfe das nochmal mit der Box of Degeneration. Reparieren? Nee, es bringt nichts. Doch, plus 9, Entschuldigung. Oh ja, waschen bringt also was. Nur bei den Sachen oder auch hier bei den Soldatenklamotten? Nee, da bringt das nichts. Aber Stoffklamotten können wir einfach waschen mit genug Waschpulver. Was ist denn das bitte? Das ist ja großartig. Wir müssen jetzt ab jetzt immer Waschpulver mitnehmen. Sofern wir Stoffklamotten tragen, geht das auch mit Abraxo. Das wäre sehr frischer Mais. Immer schön mitnehmen. Zündflamme. Nein, heute nicht. Heute gibt es keine Zündflamme. Aber leider ist Abraxo hier gerade nicht am Start. Doch, wir werden früher oder später eine Packung finden. Haben wir alles? Wir haben alles. Ne? Wir können weitermachen. Und jetzt wird es auch schon wieder dunkel hier. Aber die Bude, die haben wir doch schon, oder? Und wenn nicht, ist das die letzte, glaube ich. Dann haben wir wirklich alles. Da haben wir... Ja, hier waren wir schon. Da waren wir definitiv schon drinnen. Das waren die verbackten Skorpione. Können wir nicht hier irgendwen noch befreien? Bevor es restlos dunkel ist? Wow. Übel. Lebt er noch? Dieser Mensch ist dem Tode nah. Den können wir nicht retten. Aber irgendeiner hat hier doch gelebt noch. Aber den werde ich im Dunkeln nicht finden. Wir sollten ein Nickerchen machen. Ja, genau. Wir machen ein Nickerchen. Und zwar im Bettchen. Damit wir was gegen die Müdigkeit tun können. Hier, genau. Und zwar schlafen wir bis 5 Uhr wieder. Gute Idee. Guten Morgen, Nipton. Ach Mensch, dieses Städtchen. Recht schick, ne? Wow. Das zum Thema Tageslicht. Na, noch ein Stündchen warten, bis sich das Wetter so ein bisschen verzogen hat. Irgendeiner lebt hier doch noch. Meine ich mich zu erinnern? Irgendeinen kann man doch hier runterholen. Von den Leutchens. Tot. Jupp, ist tot. Dankeschön. Und er hier? Genauso. Oder ich vertue mich da gerade. Ja, wahrscheinlich vertue ich mich da gerade. Haben wir gecheckt. Haben wir den schon gecheckt? Ja, gut. Naja. Oder vielleicht den hier. Hallo? Kommst du da? Nee. Können wir auch vergessen. Na gut, dann gucken wir uns jetzt hier die Nipton-Halle an. Hoffentlich sind da keine Gegner mehr. Oh. Hier wurde auch ordentlich gewütet. Was war das? Cowboy-Repetierer, ich wähle dich. Obwohl du fast im Eimer bist. Ich habe nicht zufällig noch... können wir verwenden zum Reparieren, ne? Ich habe nicht zufällig noch irgendein anderes Gewehr dabei, mit dem ich meinen Cowboy-Repetierer reparieren kann. Nope, habe ich nicht. Schade. Na gut, dann reparieren wir unsere Kleidung. Unser Umherzieher-Outfit. Denn wir haben gerade ein anderes Umherzieher-Outfit aufgehoben. Motorradhelm haben wir schon, das brauchen wir nicht, das haben wir auch schon für die Sammlung. Hier irgendwas vielleicht. Oh, aber die musikalische Untermalung, ne, die ist schön. Feldarbeiter-Outfit, das haben wir noch nicht.
Schirmmütze mit Brille haben wir schon. Definitiv. Oh Gott, war das knapp. Neptun Basement Key. Oh, wir können gleich in den Keller. Gibt ja oft schöne Sachen in solchen Kellern. Eine Tür nach der anderen. Ein bisschen Licht anmachen. Na, nee, schade. Hätte ja sein können. Da sind noch zwei Gegner. Zwei üble Schergen. Ich hoffe nicht allzu schwierige. Sind das noch Legion-Mitarbeiter? Das ist das Basement. Da gehen wir als letztes rein. Heben wir uns auf. Ah! What the heck? What the heck? Ich muss hier erschießen. Das geht nicht anders. Boom! Weg mit dir! Kommt da noch einer? Nicht beißen! Ich bin nicht geimpft. Nein, nein! Ja, genau! Von Hunde zerrissen! Geh weg! Geh weg! Das lief nicht so gut. Und jetzt verbluten wir noch, ne? Wir haben gerade so überlebt und wir sind verkrüppelt. Hundefleisch, bringt das viel? Ja, aber Stärke minus 1. Das kann ich nicht riskieren. Ach, wir heilen ja schon wieder. Hundefell wiederum könnten wir zu Leder verarbeiten, aber der Verkauf lohnt sich nicht. Also weg damit. Weg, weg, weg. Die Lotterielose nehme ich mal mit. Warum auch immer. Wir haben gerade moderat viel Durst. Naja, wir sollten schon ein Stimpack nehmen. Ein Stimpack. Und zwei Brausen trinken. Ist alles noch verträglich, ne? Und wir sollten uns natürlich um die Verkrüppelung kümmern. Na? Da wollte gerade der Pip-Boy nicht. Ist cool. Ist alles cool. Das bitte auch reparieren. Und auch das linke Beinchen abspeichern. Und weiter geht's. Ich dachte, wir hätten unsere Knarre nicht drauf. Nein, ich bin im Boxmodus. Komm her, du miese Töle, du. Boom. Sehr schön, aber da werden wahrscheinlich noch ein paar andere Hunde kommen. Hier, ich zück mal lieber meine Schrotflinte. Bei der sollten wir bessere Karten haben. Es wird weiter abgesucht. Die Musik wird es uns schon verraten, wenn die angreifen. Na, lebst du noch? Können wir hier in die Tische reingucken? Nein, können wir nicht. Liegt hier vielleicht ein Lernheftchen rum? Das ist doch hier eine Schule oder so. Das muss eine Schule sein. Oder so eine Abendschule. Ein Rhetorikkurs oder irgendwas in die Richtung. Schauspiel für Hausfrauen. Ja, da, Abraxo, probieren wir gleich aus. Abraxo und noch eine Box of Degeneration. Oder wie heißt das nochmal? Ich spreche es doch schon wieder die ganze Zeit falsch aus, oder? Höchstwahrscheinlich. Das Outfit ist fast komplett repariert. Reparieren? Nee. Detergent, nicht Degeneration. Box of Detergent. Ja gut, das können wir natürlich machen. Aber Abraxo können wir dann wegschmeißen und nie wieder einstecken. Es sei denn, irgendein anderes Rezept verlangt es. Gut, wir bleiben auf dieser Ebene. Alter Schwede. Kommt der andere Hund? Wow, aus dem Hinterhalt. Wirklich. Hinterhältig. Miese Töle. Na, kippen. Sehr schön. Mehr brauchen wir nicht. Und die Tische leer. Sehr schade. Weiter schleichen. Aber es bringt ja so herzlich wenig, wenn wir schleichen und dabei die Lampe anhaben. Na, wo ist der Hund? Hier ist doch bestimmt irgendein Alpha-Wolf oder so. Legendär. Boom! Überraschung. Und da muss noch einer rumlungern. Da vorne. Aber ich sehe keinen. Da ist er. Ratte, du. Ich kann auch hinterhältig sein. Ich glaube, wir haben alle, ne? Der Kompass zeigt zumindest keine weiteren roten Striche an. Dann sind wir auf dem richtigen Kurs. Und hier waren offensichtlich die Versammlungen. Na, ist sowas Schönes für uns? Nope. Okay.
Hundefleisch wollten wir ja nicht mitnehmen. Bringt nichts. Macht uns nur schwächer. Und jetzt die große, alles entscheidende Frage, hoch oder runter? Ich würde sagen, erstmal runter. Jetzt haben wir so schön den Schlüssel gefunden und dann wollen wir das natürlich auch ausnutzen. Was haben wir denn hier Feines? Ach, ein Lagerraum. Und ein Sunset Sarser Perilla Automaten. Nice. Kippen. Dynamit können wir... nicht wirklich alles mitnehmen. Den Ledergürtel brauchen wir noch nicht. Ach, guck mal. Das ist auch was zum Buffen, ne? Kautabak. Perception und Agilität plus 1 auf Zeit. Können wir ja mal mitnehmen. Gegengift, Haarklammer. Macht sich vielleicht ganz gut das Gegengift, wenn wir das nächste Mal gegen Skorpione kämpfen. Schmutziges Wasser und ein Stimpack. Und schon sind wir wieder überladen. Aber wir gucken gleich mal, was wir dagegen tun können. Wir können ja unter anderem ein Schlückchen Alkohol trinken und uns zu Chat retten. Brauche ich nicht. Weg damit. Vielleicht gibt es hier auch irgendeine Frucht oder so, die uns vielleicht Trage stärker macht. Auf Zeit. Mal gucken. Wir behalten die Buffs im Auge. Oh Gott. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Es kam gerade so ins Bild und ich dachte, da kommt was runtergelaufen. Meine Güte. Paranoia. Turbo. Nimm mit. Auf den Schreck erstmal ein Fläschchen Turbo. Wir müssen irgendwas machen, ne? Wir sind zu hart am Limit. Wir haben keine andere Wahl. Ich entscheide mich für ein Weinchen. Sprinte nach draußen. Nach draußen. Und reise erstmal kurz zurück. Für euch natürlich zusammengeschnitten nach Good Springs. Was hier ist. Flop. Immersives Schleichen bis zu Schätzladen. Neue Waffen für die Waffensammlung. Neue Klamotten für die Klamottensammlung. Sonstigen Sammelkram ablegen. Provisorisch den NCR Mental Armor anlegen, weil er uns einfach mal mehr Schutz bietet. Ich weiß. Wir müssen damit jetzt leben, wobei das vielleicht auch später dann unsere Fraktionsentscheidung wird. Zeitweise unter anderem. Provisorisch. Ressourcen an der Werkbank umarbeiten. Jupp. Muni umwandeln. Wir sollten nicht so viel Munition rumschleppen. Von Waffen, die wir eigentlich gar nicht benutzen, denn auf dem Hardcore-Survival-Schwierigkeitsgrad hat Muni ja Gewicht. Okay, eine gute Idee. Die Granaten habe ich jetzt in die Sammlung gepackt mit dem Granatwerfergewehr. Und damit können wir ja irgendwann mal checken, ob wir nicht vielleicht doch den Primpass freigesprengt bekommen von der Todeskralle. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz rein zu Chat. Ein Bierchen trinken. Notiz an mich selber, Minen behalten für Operation Primpass zu den Granaten und dem Granatwerfergewehr. Vielleicht verkaufe ich doch den Kojotentabak, nicht, dass wir davon abhängig werden. Ach, guck mal, die Lotteriescheine sind was wert, aber wir sammeln erstmal weiter. Eine Gasmaske bitte für die Sammlung. Nein, nur eine bitte. Eine einzige. Und dann können wir den Deal eigentlich abschließen. Wobei, ich guck nochmal beim Muni rein. Hast du da irgendwas ganz Besonderes gehabt? Wir brauchen die Spezialmuni, denn dafür haben wir noch nicht die Blueprints. Nehme ich. 38er Special Round. Macht aber weniger Schaden. Schaden mal 0,75. Nein, danke. Aber wir sammeln schon mal Spezialmuni für die 556er. Da kommt einiges auf uns zu, was sich 556er Munition bedient. Oh, 9mm Hohlspitz. Nimm ich mit. Und das ist auch gut, ne? P+. Ist das panzerbrechend? Ich will doch mal hoffen. Toi. Ja, und da natürlich, da setzen wir auch weiterhin auf die Spezialmuni. Aber wir haben 71 Schrotflintenmuni. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Ich nehme lieber die Laufgeschosse mit oder das Laufgeschoss. Und dann sind wir wirklich fertig. Cool. Wir haben eine neue Gasmaske, aber nur für die Sammlung. Aber wenn wir schon Geld ausgeben für unsere Sammlung, dann können wir natürlich auch die Wurfaxt mitnehmen. Habe ich gerade gesehen.
Und alles andere wäre mir zu teuer. Wobei Boxing Tape kann auch in die Sammlung. Wunderbar. Dankeschön, Chat. Den neuen Kram in die Sammlung packen. Und so sehen wir jetzt aus. Zurück nach Neptun. Ach ja, Jemini, wir sind ja am Verdursten. Da soll ich auf jeden Fall gegen was tun. Und dann geht's zurück in die Stadthalle. Da wartet noch ein zweiter Stock auf uns. Ja, aufbereitetes Wasser. Flup, flup, flup. Wenn wir schon mal dabei sind, gleich noch ein Happen essen. Und gegensteuern mit Sanse, Zarsa, Parilla, denn sonst schleppen wir uns hier tot. Wir brauchen die Sternkronkorken, deswegen müssen wir die alle selber trinken. Die Geißel der Menschheit, Durst und so. Aber so viel Durst bekommen wir ja gar nicht. Aber wir können schön noch ein paar TP aufladen. Oh, sehen wir cool aus. Vor allem mit so einem dicken Mantel in der Wüste bei 100 Grad oder was. Heftig. Und dann noch eine Gasmaske drüber. Naja, wenn er unbedingt will. Aber schützt zumindest vor der Sonnenstrahlung. So, was haben wir denn noch hier Schönes? No, brauchen wir nicht. Hallo? Stock 2. Assembly Floor. Und ja, jede Menge. Schande. Gespeichert wurde, ne? Hi! Boom! Kritisch! Hast du mitbekommen, ne? Da guckst du nicht schlecht. Oh! Wow. Heftige Töne. Die halten ja richtig viel aus. Gewalt gegen Tiere ist nicht gut. Gewalt gegen Tiere kann niemals gut sein. Hallo, wo bist du, du Ratte? Du verlaustes Mistviech, du! Alles klar. Ich glaube, wir haben die Lage hier geklärt. Ich schmeiß mal das Licht an. Euch brauche ich nicht looten. Ihr habt nichts für uns. Nichts Verwertbares. Ihr habt's auch gehört, ne? Oh nein, ich muss gucken. Sofort rückwärts laufen. Weg, weg, weg! Oh. Bitte, lass es heilbar sein. Durch Stimpaks. Nein, wir müssen... Arzttaschen, wo sind meine Arzttaschen? Haben wir die alle schon wieder verbraucht? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh nein. Ich hoffe, wir finden hier welche. Aber wir können ja noch normal gehen. Motorradhelm brauche ich nicht. Haben wir schon. Ist schon archiviert in der Sammlung. Braucht man nicht, braucht man nicht. Oh mein Gott. Minen. Minen. Überall Minen. Sie sind immer noch wie ein Mitglied der RNK verkleidet. Ja, da lege ich Wert drauf. Denn nur so sind wir extrem gut gepanzert für die jetzige Spielsituation. Ich bin natürlich sofort bereit, mein Outfit zu tauschen, wenn wir irgendwas Vergleichbares finden. Aber bisher haben wir das noch nicht getan. Oh mein Gott, wir brauchen eine Arzttasche. Oder wir müssen zu Doc Mitchell. Prospektoren-Outfit haben wir da schon? Jupp, haben wir schon. Dankeschön. Das sieht aus wie Gerichtssaal. Volltreffer. Nimm mit. Kronkorken. Eine schallgedämpfte 22er. Haben wir die schon? Nein, die haben wir noch nicht. Und ich glaube, die hätte ich Chat fast schon mal abgekauft. Die würde ich unbedingt mal ausprobieren. Im Schleicherino-Modus. Scotch, Stroh, Cowboy-Hut. Haben wir beides noch nicht. Das ist ja super. Und das würde uns sogar wieder ein bisschen aktiver buffen. Ich weiß nicht. Aber hat nur Schutzwirkung 1. Aber Schusswaffen plus 2. Besser ballern ist immer wichtig. Okay. Dich hatten wir jetzt schon, ne? Nein, hatten wir nicht. Biker-Googles haben wir definitiv noch nicht. Da brauche ich nicht mal nachgucken. Ich würde die gerne über der Gasmaske tragen, aber das geht wahrscheinlich nicht. Meine Lotterielose nehme ich natürlich auch immer mit. Aber ich check das trotzdem gleich mal, ob wir die... Nein, geh weg, Hund. Ich will das Lotterielose. Oh, bist du schwer, Mensch. Was hast du gegessen? Wahrscheinlich jede Menge Ödländer. Verstrahlte Grüße, by the way. Kleidung. Biker-Googles. Kombinierbar. Schön. Und? Naja.
passt aber trotzdem irgendwie besser, ne? Aber ist auch schwerer. Eigentlich theoretisch totaler Humbug. Wann guckt man denn schon mal vorne rauf? Wiegt nichts, die Sonnenbrille. Und die Biker-Googles wiegen eins. Die müssen in die Sammlung. Ist okay, wir tragen die Sonnenbrille weiter. Fragwürdig. Unter der Gasmaske. Und dann geht's hier weiter. Kann ich euch aufmachen? Nein, kann ich nicht. Aber dich kann ich aufmachen. Ach so, das ist die andere Seite. Die andere Treppe. Mein Fehler. Aber wir wollen weiter hoch. Hoch hinaus. Denn wir haben hochgesteckte Ziele. Hier in der Stadthalle von Nipton. Wunder? Noch nicht. Aber das kommt gleich. Cola, yay! Für den Verkauf. Sarsaparillas. Die müssen wir alle wegtrinken. Die machen uns verdammt langsam. Außerdem brauchen wir sowieso gerade Energie. Komm, gönn dir mal ein bisschen. Wie viel haben wir? 8. 4 Stück kannst du trinken. Flup, 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 flup. Oh, ich habe richtig Bauchschmerzen, ne? Aufbereitetes Wasser. Ein Bierchen brauchen wir auch wieder. Können wir auch zu uns nehmen. Einfach wegfuttern. Oputinfrucht. Ja, hat nur positive Aspekte, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Fallobs, wo ist es denn bitte? Fallobs und die O-Frucht. Zack. Danke, danke, danke. Wir können. Wir fangen rechts an. Hallo? Nee, nichts weiter hier. Schreibtisch ist leer, ist leer, leer. Hier aber nicht. Pre-War Money. Wiegt nichts, kann verkauft werden. Mein Lieblingsloot. Und weiter hier im Karree. Oh oh. 79%. Das reicht mir noch nicht. Irgendwann reicht es, wenn wir einfach auf die F-Taste drücken. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber das kommt. Hä, warum können wir denn springen? Wir sind total verkrüppelt. Was soll denn das? Können wir das wirklich nicht heilen? Und wo sind meine ganzen Arzttaschen hin? Kann es sein, dass ich die wirklich verkauft habe? Also ich traue es mir zu. Und ihr, mir sicherlich auch. Doch wir werden bestimmt bald wieder welche bekommen. Ich hoffe, dass wir schnell reisen können. Das wäre echt unschön, was ich dann laufen müsste, was ich natürlich für euch dann zusammenschneiden werde, aber es muss doch nicht sein. Pillen, Mantels, habe ich doch sofort erkannt. Ein Heftchen, Informatik Intim. Oh, das große Buch der Wissenschaft, gucke ich gleich. Noch ein paar Lotterielose, kann ich mitnehmen. Wert 22 ist mir zu billig, ne? Stramme Strahler und Haarklammern. Geht gleich los. Haarklammern kippen. Und weiter. Da drüben ist nichts weiter. Hat sich hier vielleicht doch noch ein Büchlein versteckt? Nein! Okay, dann Heftchen lesen oder das Buch lesen. Ich glaube, es ist nur das Buch, was uns jetzt hier gerade einen dauerhaften Buff verleiht. Ja, tatsächlich! Wissenschaft um 3 erhöht. Bitte lass mich dieses Terminal hacken. Wenn es gehackt werden muss, muss gar nicht gehackt werden. Ja, noch viel besser. Ich kann mein Glück nicht glauben. Ich bin absolut fassungslos. Gerade wurde ich von einem ziemlich angespannten jungen Mann namens Mr. Fox, ja klar, angesprochen. Nachdem wir alleine in meinem Büro waren, teilte er mir mit, dass er ein Mitglied von Caesar's Legion in Klammern, 3 Ausrufezeichen, sei. Er wusste, dass RNK-Truppen und Pulverbanditen oft Zeit in Nipton verbringen. Es stellte sich heraus, dass die Legion beide Gruppen hasst und ein Exempel an ihnen statuieren möchte, an der RNK aus offensichtlichen Gründen an den Pulverbanditen, weil sie Überfallkommandos der Legion diesseits des Flusses belästigen. Ich musste keine Sekunde überlegen, bevor ich seinen Vorschlag annahm. Nun muss ich nur die Pulverbande überreden, nachts RNK-Soldaten zu entführen. Wenn beide Gruppen sich gleichzeitig in der Stadt befinden, schlägt die Legion zu. Ha! Und für diese einfache Aufgabe wurden mir 8000 Kronkorken angeboten. Ich könnte fast direkt in die RNK zurückkehren. Aber wer weiß, wie viel ich noch aus diesem Legionslakaien herausholen kann. Ich werde mal ein paar Vorräte in einem Unterschlupf zwischen hier und dem Mojave Outpost sammeln, für den Fall, dass ich schnell nach Hause zurückkehren möchte. Sehr aufregend, unterzeichnet mit ruhiger Hand. Auf der Tastatur. Super Bürgermeister Joseph B. Stane. Wie bitte? Geheimversteck?